Freunde, herzlich willkommen. Wieder mal zu einem weiteren Kugelschreiber-Video. Schöne Schreibgeräte. Heute haben wir hier diese schönen Tactile Turn Coolies hier. Aus Texas. Gut. Machen wir das da hier hin. Mal ein bisschen zur Seite legen. Passend zum Titan. Stift, ein Titan-Messer ist ganz nice. So, hier haben wir die beiden Ausführungen. Einmal diese Side-Click-Variante und einmal die Bolt-Action-Geschichte. Ja, die sind gut verpackt hier drin in diesen Polstern. Und die schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Wow. Diese Oberflächenstruktur ist einfach klasse. Wo man es einfangen kann. Das hat eine ultra feine Riffelung. Dadurch sitzt der Stift super in der Hand. Einmal ganz feine Rillen über das komplette Gehäuse. Und hier natürlich auch immer schön zum Spielen in der Besprechung. Ne? Könnt ihr eure Kollegen damit nerven. Hier die Bolt Action Variante. Der Stift ist dann etwas kürzer, das ist ein Shorty mit 5,1 Inch. Und das, die Side-Click-Variante ist natürlich hier durch den Klicker hier hinten etwas größer und ist ein Shorty mit 5,3 Inch. Hat auch hier dann nochmal ein bisschen, der Clip ist anders aufgebaut, der ist natürlich hier von der Seite verschraubt. Hören, das sind der hier, da sieht man, da hier reingeschraubt wurde. Und hier ist er natürlich zum Drücken und wieder zum Entriegeln. Auch wunderschöne Kollegenquälerei in der Besprechung. Oder hier, mir gefallen die eigentlich ganz gut, die Bolt Action Kugelschreiber. Hier die Titanausführung. Ja, es gibt es dann auch noch in Bronze, in Zirkonium und Kupfer. Aber Titan hier recht interessant. Man sieht hier eigentlich kaum, wo dieser Übergang ist. So fein ist das geschnitten. Kann man hier vorne aber einfach aufschrauben. Und kann hier eine ganz normale Großraum-Kugelschreiber-Mini einsetzen. Das ist natürlich cool. Du brauchst hier keine irgendwelchen Sondergeschichten von Minen. Ja, geile Geschichte. Tactile Turn Side Click Pen oder der coole Bolt Action Pen. Passend dazu dann im EDC, ne? So ein schönes Markus Reichert Titanmesserchen. Ne? Das wär's doch, oder? Kann man auch noch ein schönes Bild. Und dann sind wir hier auch schon wieder für heute fertig. So, wollen wir das mal gut alles sehen. Und hier. Genau. Tactile Turn. Ja, die haben echt coole Teile am Start. So, das war's schon. Sag ich mal danke fürs Reinsehen, Bewerten, Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.